Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu SnowRunner und das habe ich in der letzten Folge und in vielen Folgen schon vergessen zu sagen. Wenn euch hier das Format gefällt, dann bitte liken, teilen, kommentieren. Ja! Gut, weiter geht's. So, jetzt haben wir die Gefuhre hier vollgeladen und jetzt natürlich ist es auch wieder dunkel und wir machen uns mal auf den Weg durch den Schlampus. So, gibt es hier einen Schleichweg, der zum Bohrplatz führt. Nein, ausgeschilderten Schleichweg. Ja, schafft das? Ja. Er kämpft sich durch, ne? Kann nichts sagen. Ich muss dann auch die nächste Zeit mal, ich habe das Ganze jetzt hier in relativ kurzer Zeit vorproduziert. Ich muss auch bald mal die ganzen Aufnahmen fertig machen und dann überhaupt erstmal auf YouTube hochladen. Oh, gefährlicher Wasserstand, gefährliche Schräglage, Seegang, alles gibt's hier. Oh, ein Upgrade-Part. Haben wir das nicht verfügbar? Da ist die Erhöhung verfügbar für den aktuellen Tag. Erhöhtes Federungsset, perfekt geeignet für alte Straßen und Offroad-Einsätze. Ja, geilo. Sehr schön. Weißt du, wir müssen dann bald mal zurück in die Werkstatt und das hier einbauen. Wieso wurde denn das nicht angezeigt? Wir haben doch alle Wachtürme aufgedeckt. Das ist ja skurril. Bin natürlich sehr dankbar, aber das ist ja echt skurril. Nun gut. Wir nehmen es, wie es kommt. So, hier die Ecke, die ist auch saugefährlich. Man sieht es hier. Es war irgendjemand so nett und hat hier schon mal ein paar Bäume gefällt, damit man besser durchkommt. Leider die Baumstümpfe halt so auf Kühlergrillhöhe stehen lassen. So, hier ist nochmal der Questgeber. Ja, wir müssen tatsächlich bis hier vor. So. Und nach einer Nacht- und Nebelaktion. Verdammt gute Arbeit. Zeit zum Aufsetzen, damit wir die Trags rüberbringen. Danke nochmal. Ja, super. So, hier gibt es auch noch irgendwas. Ja. Ich würde sagen, wir laden den Scout auf, fahren dann hier die Küstenstraße zurück, an der Tankstelle vorbei in die Werkstatt. Diesen Weg und dann würde ich sagen, ist mal Upgrade-Time. Ach, die Brücke hätte man nicht noch einen Meter länger machen können, was dann? Immerhin ist es schön breit. So. Das Coole bei SnowRunner ist nämlich, man kann also tatsächlich auch ganze Fahrzeuge. Nein! Oh, schön! Super! Ganz, ganz toll!
Hallo. Schauen wir mal, wie wir das jetzt hier hinbekommen. Und Scout ist ja was zum Glück nichts kaputt gegangen. Ah, herrlich. Und das natürlich noch mitten in der Nacht. Und noch festgefahren ist, es wird ja als besser. So. Müssen wir mal gucken, ob wir den. Den hier wieder auf die Räder gestellt bekommen. Ohne Grip, das ist irgendwie super. Gut, haben wir ganz toll hingekriegt. Ja, jetzt geht es hier auch nach unten. Ja, oh. Na. Ich hätte gedacht, wir schaffen das. So, nochmal versuchen. Hier an der Stelle. Es fehlt nicht viel, ne? Na komm schon. Ne. Kriegen wir hier neben ein bisschen mehr Traktion. Ernsthaft. Also ist es reißt nicht ab. Es reißt echt nicht ab. Immer noch irgendwo einen Windpunkt. Ach, wir stehen drauf. Okay, lass mal versuchen, einen Rückwärtsgang. Nein. Ist nicht wahr. Nichts. Ja, das könnte noch mal heiter werden. Ich guck mal, dass wir vielleicht hier im in dem Bereich ein bisschen bessere Traktion bekommen. Ja.
Wenn nicht, müssen wir tatsächlich mit dem großen Truck kommen. Immerhin kriegen wir gezogen ein Stück. Könnten jetzt ganz suizidal versuchen, ihn einmal komplett einmal komplett umzuwerfen. Oh oh. Nur wenn ich da drüben hinfahre, dass er sich einmal komplett überschlägt, aber ich glaube, das geht wegen dem Kran nicht. Schauen wir mal. Nee. Gut, da bleibt uns, glaube ich, nichts übrig als... Ah, es ist so bescheiden. Du kannst halt auch keine zwei Winden anbringen, dass du sagst, okay, ich stelle jetzt hier den Scout hin und nutze den quasi als Relaisstation. Nee, es hilft nichts. Gut, das heißt, wir müssten versuchen, über die Werkstatt... So, und dann den GMC. Den könnten wir auch höher legen, guck. Einzige Problem ist, dass der aktivierbare Allradantrieb halt irgendwo in Russland gibt. So. Hier packe ich mal eine Sattelkupplung niedrig drauf. Da ist er schön leicht auch. Jo, Reifen geht nichts, ne? Die sind alle gleich schlecht. Auf dann. So, wir müssen... Oh, das gibt einen Weg. Weil hier durch ist auch Macho Pampe. Wir müssen hier raus. Und dann hier lang durch. Ich versuch mal, ob das so funktioniert. Nochmal ausprobieren. Oder ob wir jetzt auch stecken bleiben. Und dann haben wir halt richtig gewonnen. Also hier können wir uns nämlich nur mit der Winde weiterhelfen und dass wir halt nicht durch die ausgetretenen Pfade da fahren. Und dann, oh Mann. Ah, er kommt. Ich wollte gerade sagen, er schlägt sich wacker. Da hinten die Augen. Im Dunkeln, die machen es halt auch nicht besser. Aber der Weg ist definitiv der bessere.
Oh Mann. Und das könnte noch heiter werden. Und ich glaube, der Truck ist mit Upgrades bestimmt richtig geil. Der ist schön groß. Etwas stärkere Motorisierung, dann geht's ab. So, hier gibt es einen Weg der Entscheidung. Wir müssen jetzt hier den Berg hoch. Mal aus dem Matschkram mal draußen ist, dann geht's. Und dann ist er natürlich auch noch relativ leicht auf der Hinterachse. So ist er zum einen, sinkt er nicht so tief ein, aber zum anderen hat er natürlich keine Masse auf den Antriebsrädern. Perfekt. Wenn wir den dann schon mal da haben, können wir auch gleich den schweren Tankauflieger wegziehen. So, in Richtung Fabrik. Der Hammer. So schön. Gasolina. Ja. Jetzt wird's bunt. So. Da müssen wir runter. Und das alles noch im Dunkeln. Ach, ist das herrlich. Na, komm schon. Ja, da bräuchten wir halt so ein Scout mit übelst Gewicht und übelst starken Winde, um das Ganze hier so zu machen, aber dann ist es auch kein Scout mehr. Ein kleiner Bergepanzer, das wär's. In keinem Fall will ich die Bergefunktion nutzen müssen. Ja, klasse. Es wird immer besser. Okay. Da wird es auch wenigstens wieder hell langsam. Ja. Und das hier. Das ist, glaube ich, sieht schlimmer aus, als es ist, weil da große Bäume stehen, an denen wir uns dann entlang hangeln können. Aber der Part hier neben, der ist, wow, der ist tatsächlich nicht so geil. Gibt uns das Ding um, Herr. Ja.
Alien ist, könnte auch nochmal bunt werden. Aber zur Not zieht man mit dem Scout hinter uns her. Und dann diese Kamerawechsel. Oh. Ja, da sollte man echt nicht reingeraten. Perfekt. Kamera, die kackt halt gerade voll ab. Aber wir lassen ihn lieber mal hinter uns herfahren. Funktioniert auch ganz gut, das Abschleppen. Das hat bei... beim ersten Teil hier bei Spin Tires überhaupt nicht funktioniert. Da haben die Räder in die entgegengesetzte Richtung gelenkt. Die Handbremse blieb angezogen und hier funktioniert das ganz manierlich. Also der fährt uns jetzt hinterher. Wir können auch den Motor ausschalten und ziehen einfach mit unserer Kraft hinter uns her. Wir können den Motor einschalten, was glaube ich sinnvoller ist, und ziehen ihn jetzt einfach so. Nehmen wir ein bisschen enger. Dass er uns da irgendwie hinterherkommt. So, und dann würde ich nämlich hier den Scout... tatsächlich hier neben stehen lassen und wir wechseln mal auf den GMC Truck und die etwas stärkere Winde desselben. Jetzt hätten wir uns gerade fast schon wieder festgefahren. Man hat da einen Lastgang, aber weder Sperren noch irgendwas, ne? Okay. Immer schlecht. Normal sollte das für den hier kein Problem sein. Ach, jetzt wird's echt bunt. So. Du kannst halt nur eine Winde anbringen. Ja, komm schon. Sauber. Puh, hat man das schon mal geschafft?
Ist noch fast nichts kaputt gegangen. Ja, fahr mal wieder. So, und ursprünglich wollten wir ja einfach nur den den Scout aufladen. Und ich sag noch, das klappt so schön. Weißt? So. Gut. Ne? Dann nimmt er den quer nicht oder kann der den einfach da nicht? Okay. Warte mal. Also normal kann er das, es kann aber sein, dass dieser Pritschenaufbau da gar nicht dafür gemacht ist. Aber normal kann er die Scout-Klasse hinten drauf haben, wenn wir so eine flache Pritsche haben, geht's auf jeden Fall. So. Steht da doch drin. Ah, Trucks verladen. Gut. Kann man herstellen. Da muss man sich dann beim Truck verladen anscheinend doch ein bisschen mehr Mühe geben. Und dann nehmen wir den auch gerade mit. Eieiei, was eine Chaos-Folge. So, warte mal kurz. Jetzt wenden wir den mal eben. Und dann Winde. Achso. So. Und dann ist er jetzt ganz bequem. Ich hab da die Winde angebracht. Jetzt auch ein bisschen unangenehmen Schwerpunkt mit dem Scout da hinten dran. So. Ein bisschen dicht dabei. Und dann geht es jetzt erstmal HEMA, beziehungsweise bis zur Tankstelle.
Jetzt ist das hier auch schlammig oder was? Ich sehe schon, das wird schon der Bund. Gut, dann lass uns hier mal rübergehen. Und der GMC-Truck, der hält sich jetzt tapfer. So, wenn er ein bisschen Hilfe bekommt. Aus dem Glück haben wir den Scout mit seinen Spritvorräten noch dabei. Ja, haben wir schon wieder eine leichte Überlänge generiert, aber ich muss mal gucken, vielleicht schneide ich das auch zusammen. Das habe ich jetzt alles noch gar nicht so entschieden. So. Und damit haben wir das hier rausgeschafft aus diesem Sumpf. Größeren Bogen fahren und der andere Truck auch noch da durchkommt. Ja, und dann müssen wir gucken, wie wir den schweren Tankauflieger zur Fabrik kriegen. Vielleicht genau so, wie wir das jetzt hier machen, dass wir den schweren Tankauflieger an den GMC dranhängen. Und vielleicht noch einen Stahlträger hier hinten drauf oder so. Wir könnten ja auch einen Anhänger noch dran. Also wir können voll die Road Trains bauen. So, dann tanken wir noch mal für 500, unglaublich, ein Drittel von so einer Quest für Sprit. Gut, und an dieser Stelle würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Nicht vergessen, liken, teilen, kommentieren und so weiter. Bis dahin, macht's gut, ciao.